In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose» rede ich mit dem Claude Bachmann über... Deine Mutter. Nein, meine Mami lässt den Podcast. «Gangolose». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose». Das Podcast... Fuck, ich sage eben falsch. Der Podcast. Ich werde immer angefühlt. Diesen Podcast kannst du hören auf Apple Podcast und Spotify und Simplecast und mit Ton und Bild auf YouTube. Und er jetzt vis-à-vis von mir ein Typ mit langen Haaren und Hut sieht. Wer bist du? Hallo zusammen, ich bin der Claude, 34, komme von Luzern, wohne aber seit 4 Jahren in Chur. Und ich bin einerseits eine in der Kirche engagierte Person. Das heisst, ich bin Religionspädagoge, Jugendseelsorger und studiere Theologie. Und ich bin andererseits eine in der Kulturszene engagierte Person. Das heisst, ich tue in Luzern und Chur Konzerte veranstalten. Genau, und was du alles machst, das hören wir nachher noch etwas genauer. Aber wir fangen auch diesen Podcast an, wie jeden anderen Podcast, nämlich mit der Republik. Bist du nervös, Nicola? Ich bin ein bisschen nervös, ich kann selten so gut aussehen, die Gäste. Oh nein, das darf man auch nicht sagen, weil jetzt sind alle anderen, die schon da waren, sind jetzt auch angepisst. Aber die werden zu stehen. Also, das ist gut. Mit unserer Kategorie, was schaust, was darum geht, wo du uns... Tipps gibst im kulturellen Bereich, was man unbedingt muss gesehen oder gehört haben? Ich habe jetzt gerade eine sehr konzertintensive Zeit hinter mir. Ich war mega viel Konzert. Ich war gestern Abend am Buatsch Festival. Buatsch ist romanisch und heisst Kuhfladen. Es ist ein kleines Festival in der Snaus, in der Surselva. Dort habe ich Mischgewebe und Anatina gesehen, zwei super Bands von Chur, Nachwuchskünstler, Künstlerinnen. Was machen die? Anatina macht so Singer-Songwriter-Sachen und Mischgewebe, die machen so Dark-Electropop. Hure gut, beide. Anatina habe ich aber schon eine Woche vorher gesehen, am Blue Balls. Genau. Ja. Und am Blue Balls habe ich auch so per Zufall Bear Stan gesehen. Ein Kalker, der mich hure weggeblasen hat. Was macht der? Die? Der? Die machen so... Indie, Folk, Alternativ, Rock, so ein bisschen Mumford & Sons, aber viel besser. ja, das sind gerade so meine Konzertgeschichten, die ich hatte. Mhm. Und dann bin ich gerade an einem sehr interessanten Buch am Lesen, wo das heisst «Tattoo und Religion». Das habe ich gesehen, umliegen bei dir. Genau. Ja. So ein deutscher Schriftsteller, der Paul Henry Capdell heisst er, glaube ich. Klingt sehr deutsch. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, «Tattoo und Religion», und hat so verschiedene Leute interviewt, Tätowierinnen vor allem. Eben so ein bisschen um Thematik, warum lassen sich Leute christliche Sachen tätowieren, respektive warum Tätowierinnen so Sachen überhaupt tätowieren. Und das ist recht spannend. So, die ganze Geschichte auch hinter dem, was dahinter steckt. Das ist wirklich sehr spannend. Aber fertig hast du es noch nicht? Nein. Mir fehlt da leider ein bisschen Zeit zum Lesen. Ich wollte gerade fragen, lese ich denn viel? Eigentlich schon. Also ich lese halt schon berufsbedingt relativ viel. In der Theologie muss man halt, sollte man, darf man, muss man halt immer wieder lesen, an Schur bleiben. Es kommen sehr viele Sachen raus. Das geht von Artikeln in Zeitschriften, Online-Sachen bis halt neue Bücher. Und ich muss halt für das Studium relativ viel lesen. Und auch für den Job. Und darum, ja, leider privat nicht so viel Zeit. Wieso kommt gerade in der Theologie vieles raus? Jetzt kann man ja sagen, Theologie ist jetzt nicht etwas, wo sich immer wieder neu erfindet. Mal Theologie als Wissenschaft eben schon. Okay. Ich glaube, also man muss unterscheiden zwischen Theologie, Religion und Glauben, oder? Mhm. Theologie ist quasi die Wissenschaft, wo das Ganze beleuchten. Also zum Beispiel biblische Texte mit historisch-kritischen Methoden zum Beispiel. Und dann gibt es halt immer wieder neue Erkenntnisse, neue Forschungsstände. Und dann gibt es noch die Kirche als Institution, wo sich einmal wieder wandelt, wo wieder neue Leute reinkommen, wo hoffentlich wieder neue Erkenntnisse gewinnen, neue Zugänge zu Sachen haben,
Und Theologie ist auch, wenn man so im ethischen, philosophischen Bereich hineingeht, auch immer wieder Zeit- und Kontext bedingt. Und darum gibt es halt immer wieder Leute, die darüber schreiben, was auch sehr wichtig ist. Mhm. Was auch fatal, wenn Theologie wird auf einem Punkt X einfach aufhören, Theologie sein und Theologie betreiben, weil dann geht man irgendwie dann in etwas, was sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Mhm. Jetzt sind wir schon voll im Thema. Macht nichts, ist immer gut. Das ist ja auch die Idee von dieser Anfangskategorie, dass man dort schon mal rausgespürt, um was geht es eigentlich nachher. Damit aber die Leute noch ein bisschen mehr sich ein Bild machen von dir, wer du bist und was du machst, gib doch schnell einen Kontext über deinen Werdegang bis dorthin, wo du jetzt bist, und erklär doch auch schnell, wie dein Berufsalltag jetzt so aussieht. Also es gab das Ganze damit angefangen, dass ich in meiner Jugendzeit bei der Jungmacht Horb, respektive damals noch Jungmacht Ministranten Horb, engagiert war. Ich bin als Zweiklässler durch Ministranten ministrieren. Ich bin in einem normal christlich kirchlich sozialisierten Haushalt, Familie aufgewachsen, ohne irgendwie Pressure oder so. Oh yeah, Pressure. Pressure, muss yes, geil. Geil. Und dort bin ich halt bei den Ministranten gewesen, und das ist damals noch ein Jungmachtjahr. Wir sind in Zeltlager gegangen, haben sehr viele Gruppenstunden gehabt und so, und sind eben noch ministrieren, und das hat so dazu beigetragen, dass ich halt mit den Kirchen gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe super Jugendarbeiter gehabt damals, die in der Pfarrei gearbeitet haben, die für die Jungmacht und halt einfach für die offene Kirche Jugendarbeit zuständig sind. Und es hat mich geprägt irgendwie, mein Götti ist Pfarrer, meine wichtigste Bezugsperson, und das hat also dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, hey, das würde ich auch gerne machen. Ich würde es gerne auch anderen jungen Menschen ermöglichen, in der Kirche gute Erfahrungen machen, und habe dann nach der Wirtschaftsmittelschule Religionspädagogik studieren in Luzern an der Uni. Die Ausbildung zum Religionslehrer, Jugendarbeiter, einfach die Pfarreiseite, Kirchenseite. Hat dann Kriens vor allem geschafft in der Innerschweiz als Jugendseelsorge in den Vereinen, Projekte gemacht mit jungen Menschen. Das hat mich und prägt mich eigentlich immer noch. Hat aber gemerkt, dass so der Pfarreialltag für mich ein Leerlauf ist. Also eben, die kirchlichen Strukturen sind zum Teil sehr mühsam, sehr langatmig, und für eine Person wie mich, die innovativ und kreativ ist und auch arbeiten will und ein bisschen vorwärts machen, ist es dann so ein schwierig mit den Strukturen. Manchmal stehst du verdammt an. Mhm. Weil, also ich glaube, es ist auch in der Gesellschaft so, wenn dir irgendwo Stich wird, ein Projekt und Jugend fallen, dann überall der Alarm gerade geläutet. Ich glaube, es ist in der kommunalen Jugendarbeit ähnlich. Also die Gemeinde zieht sehr ungern zum Teil Geld von Jugend sprechen, weil es halt einfach nicht messbar ist. Du siehst, wie das Ergebnis war, also schwierig zum eruieren, oder zum sehen. Und das merkst du halt dort nicht, der Pfarrei oder dich hier umso mehr. Und dann habe ich aufgehört und bin auf Churgut Theologie studieren, weil es mich einfach interessiert und einfach ein wahnsinnig vielseitiges Studium ist, urspannend. Und das mache ich jetzt seit 4 Jahren, und nebenbei arbeite ich bei der Landeskirche Graubünden und bin dort für die Jugendarbeit zuständig. Das heisst, ich bin im Kanton Graubünden eine anlaufende Beratungsstelle für kirchliche Jugendarbeit, vor allem für die Vereine, wenn die Vereine Fragen zur Jugendarbeit haben, wenn die Jugendarbeit aufbauen, bin ich da, um ihnen helfen zu unterstützen, Projektbegleitung zu machen, Arbeitsstellen oder Jugendarbeitsstellen aufbauen. Und mache. Aber du bist weniger selber dann bei der Jugend. Ich würde sagen, eher weniger, wobei auf kantonaler Ebene schon. Dort bin ich, also muss ich mir überlegen, was heisst denn Jugend? Ja. Hat es gesagt, definiert von 13 bis 18. Voilà, also ja. Die Lebensphase Jugend geht so von 13 bis 28, und so 13, 14 ist für mich Teenie-Alter, und dann so 14 bis 17, 18 ist Jugend. Und dann geht schon junge Erwachsene, und so ein bisschen auf kantonaler Ebene probiere ich jetzt mehr mit jungen Erwachsenen zusammen zu arbeiten. Und die tue ich dann mit jungen Erwachsenen direkt zu arbeiten. Mhm. Bis 28 ist gesagt, dann sind wir noch nicht so lange draus. Das stimmt. Ja, es ist natürlich dann spannend, gell? Also je nachdem, wenn zum Beispiel ein 40-Jähriger oder ein 40-Jähriger studieren geht, dann gehst du automatisch wieder in die Phase zurück, in die Jugendphase. Du bist nicht mehr unabhängig vielleicht, du musst wieder zurück zu den Eltern wohnen. Mhm. Also das ist so, es ist weniger am Alter angemacht. Also der Lebensumstände. Genau, als Haltung, oder? Mhm.
Jetzt bin ich abgeschweift. Ich weiß nicht, wo ich bin. Jugendarbeit auf der kantonalen Ebene, aber doch auch noch mit Jugendlichen. Genau. Und das, da mache ich jetzt das. Das ist so ein bisschen mein Kontext. Also, und du bist jetzt in Chur angesiedelt? Genau. Seit 4 Jahren, hast du gesagt. Zieht sie zurück nach Luzern oder bleibst du für immer und ewig in Chur? Nein, es ist super spannend. Jedes Mal, wenn ich in Luzern bin und Leute sind, fragen die mich die Frage. Was fehlst du da? Das weiss ich nicht. Luzern ist meine Heimat. Da bin ich gross geworden, da kenne ich ganz gute Leute. Niklas Sigrist. Das hat mich sehr geprägt. Momentan fühle ich mich aber auch zu Chur daheim sehr wohl. Es ist ein wunderschöner Kanton. Ich glaube, ich wäre jetzt ein bisschen befordert, wenn ich jetzt wieder zurück auf Luzern würde kommen, weil ich mich halt so das Chur gewöhnt habe, auch so ein bisschen an die Ruhe, an die... Das ist nicht das Einfache, aber so in Luzern bin ich dann so ein bisschen gestresst oder so, willst du vielen Leuten Hoi sagen und abmachen und dort und da und viele, wenn mich, was natürlich auch schön ist natürlich, aber... Das würde sich heute auch wieder lecken, wenn du fix da wärst. Dann wenden dich dann plötzlich wieder nicht mehr alle immer sehen. Aha, das heisst, das ist quasi ein Bedürfnisbefriedigung, wenn ich da bin. Also genau. Ja. Also ich schließe nicht aus, dass ich wieder zurückkomme. Ich glaube, irgendwann ist sicher mal, ich kann auch nicht sagen, wenn. Das wollte ich mich auch nicht darauf festlegen. Muss ja auch nicht. Eben, gell. Vielleicht zum einen schnell allen, die zulassen und zuschauen, den Kontext zu geben, wie wir uns kennen. Wir kennen uns mittlerweile auch schon seit... 7 Jahre. 7 Jahre. Führst du Tagebuch, oder? Nein, aber wir haben uns das Anschlussmatt im Lehrzimmer kennengelernt. Und ich habe das Anschlussmatt, glaube ich, 11 bis 13 ab Schule gegeben. So. Genau. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich im Lehrzimmer gesessen bin und die Tür ist aufgegangen und du bist reingekommen und irgendwie schon «Hey, ciao! High five!» Und ich habe gedacht, also haben wir uns dann schon mal irgendwo gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern und auch so «Hey, ciao!» Und dann irgendwie, ja, ist das der Anfang gewesen von dieser Freundschaft. Und irgendwie, ich hatte zuerst das Gefühl gehabt, eben, wahrscheinlich sind wir uns schon mal begegnet, dass du mich jetzt so begrüßt. Aber ich glaube, das war Piloten einfach fit. Ja. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen deine Art. Ja, absolut. Ich habe, Und ich glaube, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen deine Öffnung und aber auch kreativ und wie sagt man denn, so ein bisschen deine Art von Sachen machen und nicht ewig lang darüber reden. Ja. So erfahre ich dich ein bisschen und das führt ja auch dazu, dass du, ich glaube, eine Person von 1000 Projekten bist, oder so habe ich dich zumindest, so beschreibe ich dich alle, denen Leute, die dich nicht können, wobei dich sehr viele Leute können, habe ich auch schon herausgefunden. Du hast zu Kriens dann relativ schnell ein Theaterprojekt angerissen, das recht gross ist. Du machst da zu Luzern mit uns zusammen, mit Lumberjack zusammen, das Dare Worse Bands Festival. Du bist auf Chur gegangen und das nicht lang gegangen, hast dich gerade zu Chur unplugged ins Leben gerufen. Und dann machst du wahrscheinlich noch 1000 andere Sachen, die ich jetzt auch noch vergessen habe. Kannst du noch erzählen, was du sonst noch machst und warum? Ja, das Warum ist nur eine gute Frage. Wir haben Zeit zum Füllen. Also ich glaube, alle Menschen oder jede Person hat irgendwie so eine gewisse Art, so eine Grundhaltung. Und ich glaube, ich würde mich eher so als den Macher-Schaffer bezeichnen. Warum, kann ich hure schlecht sagen. Du bist ja genau gleich, oder? Du machst auch hure viele Sachen. Ich dachte, dass du jetzt vielleicht mehr eine Antwort lieferst für mich. Aha. Vielleicht wenn wir im Unterbewusstsein irgendetwas zurückgeben. Den Leuten, der Gesellschaft, ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach gern. Gerade bei den Konzertgeschichten zum Beispiel, dort finde ich es einfach schön, wenn andere Leute an einem Konzert eine gute Zeit können haben, wenn sie ein schönes, intensives, musikalisches Erlebnis können erfahren. Es geht nicht um den Event-Charakter, es geht so ein bisschen ums Erleben, um auch vielleicht berührt zu werden. Vielleicht will ich halt das selber als Kind Jugendliche auch dürfen erfahren bei Projekten, die ich mitgemacht habe als Teilnehmer.
Und ich glaube, in dem Ganzen, mit zum Beispiel beim Theaterprojekt oder bei der Festivalseelsorge, wo ich jetzt mich auch auf Schweiz Ebene engagiere, geht es mir vielleicht auch ein bisschen darum, dass ich probiere, die Leute zu motivieren, über den Tellerrand raus zu studieren oder sich Gedanken zu machen. Mhm. Das kann sein, eben bei einem schönen Konzert, das kann sein am Greenfield Festival, bei der Festivalseelsorge, das kann sein in der Arbeit mit jungen Menschen, das kann sein beim Theaterprojekt des Kriens. Einfach, dass man sich irgendwie Gedanken über das macht. Über was denn auch immer. Mhm. Das könnte eine nächste Frage sein, wahrscheinlich. Mhm. Über was denn? Ja, ich könnte jetzt sagen, das ist unsere konsumorientierte Gesellschaft und so und bla 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 bla, das ist mir jetzt ein bisschen ausgelutscht irgendwie, sorry. Es ist noch schwierig zu sagen, also es geht wirklich darum, was uns im Mindesten auch zusammenhält, oder? Mhm. Warum wir auf der Welt sind, wenn man irgendeine Erfahrung macht, sorry, kann man das vielleicht anders, das einfach nur auf eine empirische Art und Weise beschreiben oder ja, also es ist schwierig zu beantworten. Fuck, jetzt hast du mich mit dieser Frage. Ja, vielleicht ich glaube, es geht mir darum, irgendwie das grosse Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Oder? Mhm. Also wir leben nicht einfach nur in einer immanenten Welt. Es gibt halt auch irgendwie etwas Transzendales und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie den Draht zu dem, was es auch immer ist. Oder? Und ich glaube, ich finde es wichtig, dass man sich eben über die anderen raus Gedanken macht. Mhm. Für das gibt es verschiedene Wege, Möglichkeiten. Das kann Religion sein, das kann Natur sein, das kann gute Gespräche mit Kollegen, mit Freunden sein. Aber mir ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man das macht, oder mir ist es ein Anliegen, dass man das macht. Mhm. Weil da werden viele Sachen auch relativiert. So. Also dir geht es eigentlich bei all diesen Sachen, du machst ums grosse Ganze? Schlussendlich irgendwie ja, glaubst du. Mhm. Ist aber lustig, ich glaube, das ist bei mir nicht so. Also? Du willst einfach den Fame, gell? Ich mache es einfach für den Fame. Und den Cash. Nein. Genau, natürlich. Den Cash. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Also bei einem Konzert, bei einer Veranstaltung kann ich einfach, glaube ich, Freude, wenn die Organisation funktioniert. Und dann finde ich das irgendein befriedigendes Gefühl, wenn ich sehe, all die E-Mails, die wir geschrieben haben, okay, führt jetzt dazu, dass die Band zu dem Zeitpunkt da ist und die Leute zu dem Zeitpunkt da ist und alle sind zufrieden und so weiter. Also gleich das grosse Ganze? Nein, also es geht mir nicht darum, dass sie sich irgendwie Gedanken damit machen. Für mich ist eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es funktioniert, ist für mich gut. Also gut. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so, wie wenn man Schrauben sortiert, ja, was dann meinst, ist das ja, so ein befriedigendes Gefühl. Geistig, also nicht, ja, als würde ich Schrauben sortieren, aber nicht mehr irgendetwas anderes, wo ja, ich so etwas einfach ja, so ein sich gut fühlen lässt. Ich glaube, das ist beim Konzert organisieren zum Beispiel. Aber andererseits auch, weil ich irgendwie immer ein bisschen den Drang habe, um Leuten, die etwas Cooles machen, eine Plattform können zu bieten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir die Podcasts machen, um den Leuten zu zeigen, also nicht denen, die da sind, sondern denen, die zuschauen, hey, schau mal, was alles für coole Leute gibt. Und gerade bei Bands schießt es mich anders an, wenn Bands cool sind und sie sind nur im Proberaum und zeigen sich nicht. Ja, ja. Und bei Jugendprojekten finde ich einfach, dass Jugendliche manchmal super Ideen haben, aber anders faul sind zum ja, Zeug machen. Pure. Und dann finde ich, hey, du hast so viel Potenzial und Talent, jetzt mach etwas. Und auch wenn ich halt den Großteil von der Arbeit muss machen, Hauptsache, du hast irgendwie nachher etwas Cooles gemacht. Also mir geht es nicht darum, dass jetzt mit dem Konzert Leute irgendwie erfüllt und Leute da heimgehen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, irgendwie macht das eben auch etwas mit den Leuten, oder? Oder ich hoffe zumindest, dass es etwas mit den Leuten macht, gerade bei jungen Menschen. Wenn man die Projekte einbezieht, hoffe ich, dass es irgendwie mal, dass sie selber dann etwas initiieren, oder? Dass es dann irgendwie rausstrahlt. Oder wenn zum Beispiel jemand an einem guten Konzert ist und denkt, fuck, ich will auch Musik machen, ich will auch Musik machen.
Oder jemand macht eine schwierige Phase durch, ist auf einem Konzert und hat irgendwie ein paar gute Gedanken oder so. Also weißt du, es ist vielleicht noch ein bisschen anders Konzert veranstalten wie meine Arbeit mit jungen Menschen im Bereich von Jugendarbeit vielleicht. Und gleich probiere ich es zu verknüpfen irgendwie miteinander, oder? Weil ich bin einfach eine Person, ich bin nicht so eine Person, die machen so unterschiedliche Sachen. Das ist so. Mir ist gerade noch ein anderer Aspekt eingefallen, und zwar, jetzt ist mir gerade entfallen. Fuck. Warten wir reden. Also kommen wir wieder in den Sinn. Warte. Gut. Ja, das weiss ich schon nicht mehr. Aber es kommt mir nachher wieder in den Sinn. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kennst du das? Wenn du irgendeinen Gedanken nachgehst, fuck, und dann habe ich dir jetzt nicht zugelassen. Ja. Und dann bin ich schon weg. Ich habe meine Sicht verliebt. Ja, gell? Bin ich auch. Ohne Sache? Ja. Wolltest du mir etwas erzählen? Kennst du den Club Bachmen? Lass die Hände weg von dem. was wollte ich sagen? Irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich es mega cool, dass du so viele Sachen machst. Und ich finde eben auch deine Haltung super. Weil du bist mehr eben der Typ, der dann Sachen auch macht und gar nicht wahrscheinlich urenlang sich hinterfragt und überlegt, was alles schief gehen könnte. Was ich eigentlich. Wir sind uns dort wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl. Ich bin auch eher der sagt, komm, das ist eine coole Idee, wir machen es. Und das kommt wahrscheinlich schon gut. Und wenn es nicht gut kommt, ja noch, dann haben wir sicher etwas gelernt dabei, als dann zu sagen, das wäre vielleicht schon eine coole Idee, aber hast du da gedacht, dass das und das und das alles kann schief gehen? Und ich glaube, darum machen wir auch viele coole Sachen. Ich finde auch. aber abgesehen von all diesen Projekten mit den Jugendlichen, hast du ein neues Projekt am Start. Oder ich weiß nicht, wie neu es ist, aber du hast gerade das T-Shirt davon. Ansprechbar. Erzähl von der, ich finde es eine coole Sache. Ja, das hat irgendwie vor etwa 3-4 Jahren angefangen, oder ist das Ganze gestartet. Ich habe in den 20 Minuten einen Bericht gesehen über den Sammy Hug. Sammy Hug ist Metal-Pfarrer von der Metal Church Schweiz. Und der, in dem Bericht ist über ihn geschrieben worden, weil er am Wacken-Festival war, Festival-Seelsorge Luft schnuppern. Soll ich schnell, inwiefern unterscheidet sich ein Metal Church von einer anderen Church, wenn wir schon wieder Anglizismen sind? Metal Church ist eigentlich ein Church in der Metal-Szene. Es ist ein Chille, wo in dieser Kultur sich bewegt und sich auch dieser Kultur annimmt. Es gibt zum Beispiel Metal-Gottesdienst mit Metal-Bands und natürlich Metal-Musik. So, oder? Von der Theologie oder vom Glauben her unterscheidet sie sich nicht gross von was? Von einer normalen Pfarrei quasi, mit einem Pfarrer, der am Sonntag einfach Gottesdienst hat. Metal Church ist ein Verein, wo eben das Hemmhug angestellt hat, wo einfach regelmässig Metal-Gottesdienst feiert und auch eine Gesprächsrunde oder eine Möglichkeit zum Gespräch gibt. Bier, Bibel, Metal heisst das, glaube ich. So würde ich es gerade beschreiben. Du bist ja ein bisschen ein Typ, nachher reden wir dann über die Ansprechbare, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, aber es gehen immer so viele neue Türen auf. Du bist ja auch ein Typ, der findet, Kirche muss sich immer wieder ein bisschen öffnen und wieder ein bisschen neue Inputs bekommen. Ich glaube, du bist ja dort auch ziemlich aktiv in diesem Bereich. Ich kann mir jetzt sagen, das ist eigentlich etwas Cooles, dass es eine Metal Church gibt, dass sich Kirche offen zeigt gegenüber von der ganzen Metal-Szene, oder ist auch gleichzeitig ein Armutszeugnis, dass Kirche muss noch extra eine Nische Kirche aufmachen und in dem Fall nicht für alle gleich attraktiv ist sonst. Also dass man anstatt dass man kann sagen, hey, wir sind eine Kirche für alle, muss man sagen, wir sind jetzt Kirche für die Metaller, und dann gibt es wahrscheinlich vielleicht verschiedenes anderes auch noch so eigene Dinge. Würdest du es jetzt eher als positiv oder als negativ anschauen? Ich sehe es als Bereicherung. Also es ist katholisch, das heisst allumfassend.
dann ist ja gerade... Die katholische Kirche ist natürlich für alle da. Das heisst aber nicht, dass sie sich in gewissen Kulturen sich kann annehmen, oder? Weil ein Metaller, Metallerin, die würde am Sonntag vielleicht nicht in die Kirche gehen. Oder haben schlechten Zugang zu einem Priester oder zu einem Pfarrer, zu einer Pfarrerin finden, die nicht in ihrer Kultur ist, in ihrer Szene, die nicht ihre Musik hört, ihre Werte zum Beispiel teilt. Das heisst aber nicht, dass der Inhalt dann verbogen oder anders gelebt oder geglaubt wird. Es ist einfach der Zugang, der einfach anders ist. Und ich glaube, das machen wir bei den Festivals eigentlich genau gleich. Mhm. Also wir schauen, und es ist eben auch so, man darf nicht die Haltung haben, die Leute kommen zu unseren Kirchen. Das ist die falsche Haltung. Wir müssen eigentlich auch rausgehen zu den Leuten. Also wir. Die Kirche arbeiten oder die Kirche an sich, müssen rausgehen, die Leute sich treffen. Es hat vor letzten Oktober eine Jugendsynode in Rom, wo die katholische Kirche sich über Jugendliche unterhalten hat, mit Jugendlichen, über Jugendliche. Und im Vorfeld von dieser Synode hat es eine Synode nur mit jungen Menschen gegeben. Und die haben ganz klar gesagt, hey, die katholische Kirche, die Leute, die dort arbeiten, die müssen rausgehen, die müssen auf die Straße gehen, die müssen dort sein, wo die Menschen leben, die müssen dort sein, wo sich die Leute treffen, wo die Leute miteinander lachen, brüllen, trinken, verzweifeln, Freude haben und so, oder? Und das kann zum Beispiel in einer Metal-Szene halt in dem Bereich sein, darum haben wir auch Festivals hier so gemacht, wo die Leute sich dort treffen. Die brechen aus ihrem Alltag, gehen für 4 Tage an einen Ort, losgelöst von Strukturen irgendwie, sind den ganzen Tag aufeinander oben, trinken, haben viel Zeit. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein guter Nährboden, zum mal einfach das Gespräch zu führen. Vielleicht kommen da auch Fragen auf, es kommen Probleme auf oder so. Oder einfach das Leben teilen, die Schönheit vom Leben teilen an einem Festival. Und das ist vielleicht schwierig, mit Kollegen Gleichaltrigen über das zu reden. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, hey, das wäre doch cool, wenn man so ein Angebot würde machen. Mhm. Aber dann klär doch ganz schnell, was macht die Festivalseelsorge? Also, die Festivalseelsorge ist jetzt einfach am Greenfield vor allem präsent, mit ansprechbar. Wir haben dort ein Zelt auf dem Festivalgelände. Wir sind einfach dort und geben die Möglichkeit, den Besucherinnen die Möglichkeit, dort hinzugehen und zu schwätzen. Mhm. Über alles. Und Festival Seelsorge heisst nicht, dass nur immer über Schlechtes muss geredet werden. Mhm. Also das heisst, am Anfang haben sie vielfach gesagt, ah nein, Seelsorge habe ich nicht nötig, mir geht's gut. Mhm. Das fördert natürlich, dass es ihnen gut geht. Finde ich voll gut. Aber eben, es heisst, also Seelsorge ist in der heutigen Gesellschaft, glaube ich, sehr negativ konnotiert. Ich wollte gerade fragen, müssen wir vielleicht schnell klären, was ist denn Seelsorge überhaupt? Ich glaube, Seelsorge, da geht es allgemein um das Wohlergehen von der Menschen, von der Person, oder? Und das heisst nicht, dass man irgendeinen Mangel muss decken oder muss beheben. Es geht einfach für mich, ums Leben teilen, gut wie schlecht. Also, eben, man denkt vielleicht weniger dran, wenn man gerade happy ist, jetzt zu einem Seelsorger oder zu einer Seelsorgerin zu gehen. Aber muss man nicht. Man kann auch mit Kollegen schon über das Gute im Leben reden. Das ist auch schon eine Form von Seelsorge. Wenn sich Leute trennen zum Beispiel, mhm, und gehen zu Kollegen reden, um Rat bitten, fragen, das ist auch schon eine Art von Seelsorge. Was vielleicht die Leute auszeichnet, die in diesem Bereich ein Studium haben oder eine Ausbildung, dass sie es vielleicht noch können, in Ordnen, in Kontexten, in Menschenbilder irgendwie, oder jetzt im Bereich von der Theologie irgendwie, dass man vielleicht nicht alles selber kann beeinflussen oder irgendwie so halt, mhm, oder? Aber grundsätzlich betreibt, würde ich jetzt fast behaupten, jeden Tag eine Art von Seelsorge. Ich kann gerade sagen, also inwiefern unterscheidet sich es dann irgendwie von einem Coaching oder einem Mentorat oder ja, weil halt bei Seelsorge so der Glaubensaspekt noch reinkommt, mhm, oder? Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied. Boah, jetzt glaube ich, wären mir alle Theologen und Theologen den Kopf abreißen, wenn ich jetzt sage, es ist eigentlich das Gleiche.
bis man gewissen Punkt ist. Kannst ja die Frage nicht beantworten, aber auch mit Kopf schütteln oder nicht. Nein, bis man einen gewissen Punkt ist es natürlich gleich, ja. Oder? Es ist nicht gleich wie die kommunale Jugendarbeit und die Jugendarbeit, bis man einen gewissen Punkt gleich sind. Mhm. Und auch bei beiden geht es um junge Menschen und bei der Kirchenjugendarbeit geht es halt einfach bei gewissen Aspekten noch so ein bisschen um spirituell, religiöse, dass man sich dort noch gewissen Fragen stellt oder auch dort irgendwie sich kann vertiefen kann. Und es geht bei der Seelsorge auch dort, oder? Es gibt zum Beispiel Leute, wo dann, was dann gut tut, das sagen, hey, gib's einfach die Hand Gottes ab, du es irgendwie einfach ablecken, oder? Und das kann für viele Leute sehr gut sein und auch wohltuend sein, oder? Wenn die Sachen auch deponieren können. Inwiefern kommt auch Kritik auf so Sachen wie eine Festivalseelsorge? Weil, also ich finde grundsätzlich ja, halt auch mit dem Hintergrund, dass ich dich kenne und ich weiss, dass du ein guter Typ bist und so, finde ich super, wenn du sagst, eben Kirche muss sich öffnen, muss rausgehen, aber man könnte ja dem auch ein bisschen kritisch gegenüberstehen und sagen, ja, aber es ist dann fast ein bisschen etwas Missionarisches, Invasives, weil mal angenommen, man würde irgendeine andere Gruppierung nehmen, ich sage jetzt irgendwie ein Zeugen Jehovas. Ja, oder ein anderes Ding, eine rechtsextreme Gruppierung und die sagt, hey, wir gehen im Fall einfach ein bisschen raus an ein Festival und haben unseren Stand und wir können mit uns reden. Dann hat man ja dann plötzlich vielleicht eine Abwehrhaltung und sagt, ist aber vielleicht ein bisschen gefährlich. Also lustigerweise bei der ersten Ausgabe letztes Jahr haben wir praktisch keine negative Rückmeldungen bekommen. Mhm. Wirklich, die Leute sind am Zelt vorbeigelaufen, haben es cool gefunden, haben gelacht, haben gesagt, geile Sache, finde ich cool, dass ihr da sind. Haben mich selber auch verdammt erstaunt. Jetzt muss ich aber sagen, dass die Metaller und Metallerinnen noch sehr so ein sich in dieser Symbolsprache ist, man recht gut auskennt, weil halt einfach die Bands mit dem spielen. Wie wenn man ein St. Gallen Open Air wäre, keine Ahnung. Grundsätzlich glaube ich, die Leute cool, dass Kill einen Schritt raus macht. Das ist, glaube ich, schon die erste Wirkung. Zum Zweiten, was du gesagt hast, natürlich, es hat Anschein erwecken, dass wir irgendwie auf Mission sind, aber sind wir nicht, das haben wir auch ganz klar deklariert. Das, aber ich meine, das würde auch, jede Gruppierung sagen. Natürlich tun wir auch kommunizieren mit dem Festivalveranstalter. Und wir haben jetzt einen Verein gegründet, das Festival Seelsorge Schweiz, quasi ein Dachverband, und dort haben wir die Statuten ganz klar, wir distanzieren uns von Rekrutierungsmassnahmen, weil wir den Bundesartikel respektieren, Glaubens- und Religions- und Meinungsfreiheit, glaube ich. Natürlich, jetzt könnte irgendeine rechtsradikale Gruppe kommen, oder? Das auch machen. Da spielt halt vielleicht noch der Stellenwert von der Kirche der Gesellschaft eine Rolle. Dass man vielleicht, das ist doch eine gute Sache irgendwie, die können vielleicht das schon noch gut, oder? Das ist zumindest nicht ganz verkehrt. So. Und sonst, meine, wenn sich eine rechtsradikale Gruppe gut verkauft an einem Festival und die das abkaufen, dann ist es so, oder? Wir müssen auch müssen quasi verkaufen, wir müssen Werbung machen für uns. So. Und so sind wir dann auch noch gekommen. Inwiefern reflektiert ihr das Ganze selber auch kritisch? Sehr. Ich habe jetzt eben gerade gesagt, vorher, wir dürfen vom Missionieren absehen, oder? Ich habe aber gemerkt, dass andere bei der Festivalseelsorge auch andere Haltungen haben. Das ist jetzt nicht, dass jetzt kein Zwangstaufen natürlich, um Gottes Willen nicht. Und ich glaube, das würde jetzt irgendwie auch nicht probieren, irgendwelche Leute reinzuholen. Mir ist es wichtig, dass das wirklich so ist. Und ich glaube, bei der ersten Ausgabe, das nachher wirklich nochmal mit Nachdruck nochmal gesagt, oder? Es gibt zum Beispiel Leute bei der Festivalseelsorge, die gehen auf die Strasse, zum Greenfield, das ist an der Strasse an, an der grossen, langen Strasse, und die gehen auf Leute zu und sagen, hey, wie geht's und so, was machst du? Und ich mache das nicht, ich bin einfach dort. Wenn sie mich ansprechen, dann nachher finde ich es easy. Ich bin aber nicht der, der jetzt auf die Straße geht, hey, was will man reden, komm da rein. Also, das ist natürlich der andere Unrecht von meinen Kolleginnen und Kolleginnen, das würde es natürlich jetzt nicht. Oder? Aber du merkst schon, eine feine, differenzierte Haltung, oder? Und das tun wir eigentlich regelmässig kritisch anschauen und auch einander immer zurückmelden. Es hat beides gut, es braucht beides.
Es braucht die, die auf die Leute zugehen, und es braucht die, die einfach dort sind, oder? Mhm. Aber es darf nicht in ein oder das andere Extrem fallen. Und uns ist eigentlich auch sehr wichtig, dass wir gute Arbeit machen, und darum machen wir zum Beispiel auch immer Weiterbildungen für die, die sich dann engagieren in der Festivalseelsorge. Zum Beispiel in Notfall, Psychologie, Notfall, Seelsorge und so Zeugs und so fort. Mhm. Das ist spannend. Das sind ja so ein bisschen Vorurteile, die ich jetzt dir ein bisschen Kopf gerührt habe. Oder ja, so ein ein anderes Vorurteil, das ich viel höre, wenn ich mit dir unterwegs bin und jemand sagt, hey, das war im Fall mein Religionslehrer, dann sagen die anderen, was, der? Der sieht ja gar nicht aus wie ein Religionslehrer. Ja, ja. Dann antworte ich immer, würdest deine du... Mutter. Schön mitgezahlt. Aber, das sage ich immer, würdest du wählen, dass in der Kirche nur die Leute arbeiten, die das Gefühl hast, die passen dort rein? Ich kann mehr darauf auswählen, wie gehst du selber mit dem um? Eben, ich gebe das als Antwort. Okay. Und beschäftigt dich das, dass du offensichtlich nicht ins Klischeebild reinpassst, oder findest du das eben ganz cool? Nein, das finde ich geil. ich glaube, es braucht in allen Bereichen Querdenker und Querdenkerinnen. Es braucht es in der Politik, es braucht es in der Kultur, es braucht es in der Kunst und es braucht es auch in der Kirche. Ich glaube, die Gesellschaft braucht Querdenker, Querdenkerinnen. Früher hat es noch viel mehr gegeben. Darum sind auch all die ganzen Sachen erfunden worden, glaube ich. Ja, wie gut kommt das an in der Kirche selber? Also wie hoch ist dein Stellenwert von 1 bis 100? Minus, nein. Das ist schwierig zu beantworten, das weiß ich nicht. Es gibt sicher Leute in der Kirche, die mich sehr doof finden. Hey, kommentiert es doch unter das Video. Schreibe Zahlen von 1 bis 100 rein. Also gut. 100 ist super. Es gibt sicher die Leute, die mich sehr doof finden, das weiß ich. Es gibt auch... Kollegen und Kolleginnen im Studium, die mich sehr doof finden. Aber dort jetzt sind natürlich dann vor allem theologische Differenzen, die eine Rolle spielen. Jetzt nicht nur wegen meinem Essen, sondern wirklich theologische Differenzen. Und es gibt natürlich auch dort, die es feiern, die es gut finden und die es wichtig finden und wo vielleicht auch den Mut bewundern, wie ich arbeite oder auch wie ich probiere, Sachen anzuregen, oder? Mhm. Aber ich finde es eben auch dann cool, wenn ich Gleichgesinnte in der Kirche antreffe, die ich natürlich auch habe. Oder wo es auch gibt, zum Glück. Mhm. Und die verrichten für Huren. Was muss die Kirche anders machen, damit sie mehr so wird, wie du sie gerne hättest? Also ich finde wichtig, dass sie authentisch ist, authentisch wird, dass sie ehrlich wird, dass sie lebensnah wird, dass sie die hierarchische Struktur ein Stück weit über den Haufen rührt. Also der ganze Klerikalismus ist Katastrophe. Dass Priester Bischofs fixiert, das geht gar nicht. Das ist die Wurzel von einem Übel, wo wir haben in der katholischen Kirche. Das muss unbedingt aufgebrochen werden und natürlich auch dann mit dem Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Kirche. Also auch in der Gesellschaft. Auch dort schaffen wir es immer noch nicht ganz. Mhm. Die Wertschätzung von der verschiedenen sexuellen Orientierungen schaffen wir in der Gesellschaft auch nicht, leider. Ich denke, das ist ja auch immer ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Ja, aber dort können zum Beispiel die Kirche eine Vorreiterrolle reinnehmen. Wenn sie zum Beispiel sagen, hey, gleichgeschlechtliche Liebe finden wir sehr gut. Und wenn wir sagen, eure Kirche, ich glaube, da kommt die Politik unter Druck. In der Schweiz, wo ja eh für alle noch nicht durch ist. Mhm. Die können die Kirche eine hohe Vorreiterrolle einnehmen, wenn zum Beispiel die Schweizer Bischöfe würden sagen, hey, das ist für uns auch ein Lebensform, der auch wertvoll ist und wo gleichwertig ist wie zwischen Mann und Frau. Mhm. Wir kommen leider langsam schon zum Schluss. Wir brauchen viel mehr Zeit. Ja, sorry, ich bin zu spät gekommen. Ja, der Hirzel ist schuld. Der Hirzel ist schuld, die hure Bitch. mir ist im Fall noch eingefallen, was ich vorher noch vergessen habe, was mir entflogen ist beim Projekt machen. Was ich aber mega, mega cool finde, ist etwas zu erschaffen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Ja, das stimmt. Hat. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Und dann bin ich mittlerweile eben schon so weit, dass mir manchmal nur den Gedanken eigentlich schon längert und eben die Organisation. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo man eigentlich sagt, das Festival würde jetzt laufen, so, ab dann finde ich es eigentlich schon wieder, ich finde die Durchführung meistens dann schon wieder weniger interessant als einfach, wie das ist dann nur noch
das, was man erschaffen hat, quasi ja, erproben oder durchführen. Du bist ein Lehrer, oder? Das heisst, du bist sehr gerne vorbereitet. Fall, aber nicht. Ich bevorzuge Future Designer. Excusez-moi. Aber das heisst, du bist sehr gerne vorbereitet, aber nicht gerne unterrichtet. Geht das gleich nie eigentlich? Ich tue schon auch gerne unterrichten, aber ja, das Vorbereiten finde ich das Coole. Ja, ja. Überlegen, wie könnte der Unterricht sein? Ja. Was könnte man alles machen? Ja. Ich finde auch, also für mich ist klar, dass ich jetzt nicht 10 Jahre Courant-Plakt mache. Ich habe jetzt das gemacht. Es ist das zweite Mal, wo wir es jetzt gemacht haben. Ich mache sicher ein drittes und ein viertes Mal. Und dann wollte ich es dann übergeben in andere Hände. Genau, damit dann eben auch wieder neue Drive reinkommt, weil das Personenfixierte, ich kann auch sehr gefährlich werden, oder? Ja, und ich finde eben auch, mir geht es genau gleich, ich tue gerne etwas erschaffen, auf die Beine stellen und nachher wieder abgeben. Ja, genau. Und dann mich wieder etwas Neues widmen und wieder etwas Neues machen. Ich bin weniger ausdauernd dann mit den Sachen, wenn sie mal läuft, ewig lang so weiterziehen. Ja, das bin ich ganz bei dir, verstehe ich. Cool. Gibt es irgendetwas, wo du noch loswerden oder platzieren da? Wie komme ich zum Beispiel zu der Festivalseelsorge, wenn mich das jetzt interessiert und mich etwas darüber nachlesen oder schauen, wo das nächste Mal wieder so etwas ist? Festivalseelsorge.ch bietet Informationen rund um das Angebot. Dort sind wir dran, jetzt andere Festivals noch probieren ins Boot zu holen, dass wir das können, dass, anderen Festivals noch anbieten. Aber natürlich noch ein paar Jahre, das ist uns bewusst. Ja, und sonst im Bereich Musik unterstützen lokale Musiker und Musikerinnen, kaufen Series, gehen an Konzerte, kaufen Merch, finde ich verdammt wichtig. Momentan bin ich verdammt auf einer Schweizer Musikwelle. Hat es mal einen Sender gegeben, so geheissen? Musikwelle. Ich habe also sehr viel Schweizer Musik und ich finde es wichtig, dass man es unterstützt und eben Konzerte geht und Sachen kauft. Das würde mir am Herz liegen, wenn das mir wird passieren, weil das wäre cool. Mhm. Cool. Hey, merci vielmals, du bist da gewesen. Für die halbe Stunde extra von 10 gefahren. vielleicht kann ich noch mal kommen. Was meinen wir von 1 bis 100? Nein, was müssen wir mit Buchstaben machen. Also gut. Sonst gibt es das Durcheinander. Also gut, A bis Z. A heisst, hau ab, komm nie mehr. Und Z heisst, komm morgen wieder. Mhm. Gut, in dem Fall Zahlen von 1 bis 100 und Buchstaben von A bis Z. Was war 1 besonders wieder? Wie beliebt du bist in der Kirchenszene. Ah, genau. Ja, 1 ist nicht so beliebt und 100 mehr als Jesus. Ui. Also. Ja, unsere anderen Podcasts findet ihr auf Simplecast oder Spotify oder Apple Podcast oder YouTube. Und es würde mich freuen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei wäret. Und bis dahin wünschen wir einen schönen Tag. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Gangolose.